Hallihallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Live-Aufzeichnung. Ich möchte dir heute etwas über die Konjugation der Verben erzählen. Mein Name ist Phil von Level Up German und ich denke, wir starten direkt mal in das neue Video. Wenn wir nun unsere Personalpronomen einsetzen wollen, dann müssen wir unsere Verben auch mit allen Personalpronomen konjugieren können. Ich heiße Phil, du heißt Marianne und er heißt Paul. Das heißt, unser Verb wird bei jedem Personalpronomen anders konjugiert. Das schauen wir uns mal an. Hier haben wir das Verb leben. Ich lebe in Potsdam. Ich lebe in Berlin. Ich lebe in London. Ich lebe in New York. Leben ist ein regelmäßiges Verb und hat deshalb eine gleichmäßige Konjugation. Wir kennen schon die Konjugation für ich. Ich lebe. Mit einem E hinter unserem Verbstamm. Du kennen wir auch schon, oder? Was ist du? Genau, du lebst, also mit ST am Ende. Wir kennen auch schon unsere formale Form. Und das ist ganz unten dieses Sie hier. Und hier haben wir EN immer gemacht, oder? Sie leben. Wir benutzen dieses Sie mit einem großen S für die formale Sprache und mit einem kleinen S für Plural Sie. Schauen wir uns die neuen und übrigen Konjugationen an. Er, sie und es konjugieren wir mit einem einfachen T. Er, sie oder es lebt. Wir leben, genauso wie sie. Und ihr lebt, ebenfalls mit einem einfachen T. Lass uns die Personalpronomen und die Verbkonjugation üben. Genau, wenn du das weiter üben möchtest, dann lade ich dich ein. Komm gerne auch entweder auf unsere Facebook-Seite Level Up German. Dort habe ich auch heute eine Übung zu Verbkonjugation gepostet und die kannst du gerne machen. Oder hier auf www.levelupgerman.de und dort kannst du kostenlos Deutsch lernen. Der A11-Kurs ist dort schon online und dort findest du auch zu diesem Thema weitere Übungen. Wir sehen uns dort oder in einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.